Hallo und herzlich willkommen. Endlich ist es soweit. Das Ereignis, auf das schon so viele warten. Und zwar, mir ist es möglich, euch Armored Warfare präsentieren zu dürfen. Und zwar aus der Alpha. Dementsprechend ist es noch ein sehr, sehr frühes Material. Aber trotzdem ist es toll, dass ich es als einer der wenigen euch zeigen darf. Und dementsprechend freue ich mich wirklich sehr darüber. Und zwar, wir fangen mal mit dem Hangar, mit der Garage hier an. Und zwar sehen wir als erstes den LAV 150. Und das ist natürlich schon direkt eine der Besonderheiten von Armored Warfare, dass wir hier auch bereifte Panzer haben. Die Grafik, ich glaube, die sehen wir auch gleich im Spiel, ist natürlich sensationell. Und dann hier noch der PT-76. PT-76, die Einsteigerpanzer hier, also beides Tier 1. Es gibt auch hier natürlich AP- und HE-Granaten, genauso wie auch Premium, also auch dieses System wird es hier geben. Man kann die Crew verbessern, man kann den Kommandanten verbessern, wie man hier so schön sieht. Verbrauchsgüter gibt es auch, und da ist es angenehm, einfach via Drag and Drop nach oben und dann ist die Chose auch schon erledigt. Upgrade, man kann den Panzer natürlich zum einen upgraden. Und Dealers, und Dealers ersetzt sozusagen die Nationen. Das heißt, jeder Dealer hat so seine Panzer, die ihr weiterhin erforschen könnt. Hier Wölfli und hier Shishkin. Da dann eher die russischen. Bei Wölfli hat man gesehen, gab es auch zum Beispiel den Patton. Und mit ein bisschen Glück springen wir einfach jetzt mal direkt ins Gefecht und können sogar einen dieser schönen hochklassigen Panzer aus der Nähe betrachten. A match is about to start. Das ist doch eine schöne Aussage. Da freuen wir uns alle drüber, denke ich. Wie gesagt, das Spiel selber und alles bitte nicht überbewerten und nicht übernehmen. Es ist eine Alpha, es bleibt eine Alpha und eine Alpha ist immer ein sehr frühes Stadium eines Spiels. Aber dafür, glaube ich, werdet ihr gleich sehen, kann man sich da definitiv drauf freuen. Map ist Cold Strike. Und man sieht schon, es geht vom Leo 1 bis hier zu uns, ist alles vertreten. So. Ladevordergang ist dann auch gleich abgeschlossen. Auch hier ist es natürlich so, bei einer Aufnahme wie jetzt in dem Fall beim Let's Play, da ist die Ladezeit einfach länger. Sieht man auch ganz schön. Die Leute sind hier schon am Fahren. Es gibt ja auch die klassischen 30 Sekunden. Jetzt fahren wir einfach mal. Schauen uns das so ein bisschen das Terrain an. Aber ich glaube, man sieht schon, also das ist halt einfach das, da muss man sagen, hat Armored Warfare direkt auf die richtige Grafikkarte gesetzt, und zwar mit der CryEngine macht man einfach nichts falsch. Jetzt ist das Spiel in so einer frühen Phase, aber es schaut schon wirklich sensationell aus. Hat schöne Sounds. Und wenn man jetzt rechts im Bild, seht ihr die Frames? Gehen jetzt ein bisschen in den Keller, aber trotzdem immer noch eine passable Zahl für die Einstellung und für die Phase. Wie gesagt, man muss ja denken, das Game muss ja auch noch optimiert werden. Also von dem her wirklich, wirklich gut. So, jetzt schauen wir doch mal, ob wir da drüben
unterstützend helfen können? Ich bleibe jetzt einfach mal hier in der Straße und scoute. Aktuell steht es 0-3 für den Gegner. Ist schon mal unschön. Hier kriege ich jetzt nichts auf. So, da kommt aber gleich plötzlich ein bisschen was. Besonders natürlich hier T64 ist so ein Gegner, den ich jetzt nicht unbedingt brauche. Hinten wird unsere Basis schon erobert. Und jetzt bin ich offen. So, jetzt schnell in die Richtung drehen, dass er nimmt mich gut raus. Und da bin ich auch schon direkt Vollgas rausgenommen worden. Also da hat der LAV 150 dementsprechend mir alles gegeben, was er geben konnte. Da konnte ich jetzt nicht wirklich eine Schnitte haben. Aber dafür haben wir umso mehr Zeit, uns die schönen Panzer des Spiels anzusehen. Wie gesagt, dass sie hier die Ketten nicht drehen, ist einfach ein Bug. So, Gegner erobert jetzt die Basis. T62, hier sieht man natürlich, wie das Ganze eigentlich aussehen soll. So, in 5 Sekunden hat der Gegner auch die Basis schon erobert. Nein, der wurde resettet. Also es ist wirklich, wirklich schön. Also ich glaube, man kann schon definitiv sagen, ja, eine Grafikpracht. Also wenn LAV einmal nachgeladen hat, jeder Schuss, jeder Treffer macht 8 Schaden. Da konnte der Scorpion den LAV rausnehmen und jetzt der M113 noch. Nimm ihn raus! Ja, schön gemacht. Und jetzt müssen wir mal gucken, was unser Leo noch so drauf hat, weil der hat natürlich jetzt 2 richtige Brummer vor sich. Hat einen Abpraller bekommen. Und da ist er weg. LAV 150 auch nochmal im Movement. Aber der wird nicht viel ausrichten gegen die schweren Trümmer. Auch der tot, so, und jetzt der Scorpion. Vielleicht geht der auf die Base, das wäre noch ein profanes Mittel. Ist natürlich verdammt schnell, der Scorpion. Karten sind übrigens auch, wenn sich das nicht verändert hat, was ich so im Kopf habe, 1000 auf 1000 ausgelegt. Könnten aber auch noch etwas größer werden aufgrund der Geschwindigkeit der Panzer. So, jetzt wird hier gekappt. Da fahrt er zurück. Bisschen durchs Eiswasser.
Und jetzt? Wohin jetzt? Wohin jetzt? Ich glaube, da wird er nicht mehr viel machen können, um den Cap zu verteidigen. So, jetzt ist er 10 Sekunden, bis der Basis erobert worden ist, bis der Cap vollführt ist. Scorpion schafft wohl hier nichts mehr. Aber sei es drum. Ich glaube, auch wenn es von mir eine schlechte Runde war, ihr konntet euch trotzdem einen Eindruck von dem Spiel bilden. Es gibt hier jetzt natürlich auch noch einen Endergebnis-Screen, der für mich wahrscheinlich eher miserabel ausfallen wird. Aber trotzdem vorenthalten will ich ihn euch nicht. So, da sieht man hier nochmal eine Aufstellung. Man sieht auch, was man daraus bekommt. Es gibt eine Reputation für den jeweiligen Dealer. Und dann gibt es eine Team-Performance. Und da sieht man dann, dass ich zweitletzter war. Also von dem her habe ich mich wirklich nicht sensationell geschlagen. Aber im Gegenteil, unser Leopard hat dafür einen guten Job gemacht. Der Scorpion auch. Und dem Gegnerteam hat der T64 herausgestochen. So. Also auch wenn das Spiel selber von mir nicht jetzt mit Bravour gemeistert worden ist, trotzdem hat man, glaube ich, gesehen, auf was wir uns freuen dürfen. Und natürlich freue ich mich dann, euch bald noch mehr zeigen zu dürfen als dieses Tier 1 Gefecht. Dementsprechend bleibt am Ball und ich freue mich, sobald es wieder mehr gibt. Abonniert meinen Kanal, sofern es euch gefallen hat und lasst mir einen Daumen da. Bis bald, ich wünsche euch alles Gute, euer Alcaramba.